Olympiade Halbfinale steht vor der Tür. Argentinien gegen Holland, Gauchos gegen Kemper. Aber betreffend Kemper sieht es hier, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also scheint es kommen wirklich ganze Haufen Argentinier hier auf Brasilien. Ist ja ein Nachbarland, aber sie gehen nicht irgendwie in ein Hotel, sondern sie gehen wirklich hier. Gut campen, haben es friedlich, haben es gut und feiern miteinander. Voll geil. Ja, das schauen wir jetzt mal miteinander an. Kommen wir mit. Bueno, estamos acá esperando el partido contra Holanda, acampando hace un mes acá. Estamos con los motorhomes y tenemos nuestras pequeñas aldeas, carpas, donde guardamos nuestras cosas y estamos muy contentos de festa. Un pueblo argentino acá todo unido. Die Sicher haben hier alles, Hängematte, Zelt, wie man sieht. Und hier hinten ist gerade einer noch pennen, dann gehen wir jetzt wecken. And Argentina is gonna win against Holland. Sehen. Bien. How much? 2-1. Also ich gehe jetzt mal in das Zelt hineinschauen, was er so drin hat. Und schmeckt das schon mal gut. Es ist ein Wetter hier. Sie haben für die Wärme, für die Kälte. Sie haben zwei Küsse hier. Shampoo. Hier. Das ist gar nicht so unbequem. Bueno, voy a mostrar mi bus. Somos de Argentina, nosotros. Hace 15 días que estamos y estamos siguiendo a la selección por todo el mundo. ¿Quieren pasar a verlo? Acá tenemos la cocina, la mesa, la heladera. Estas son las camas. Allá está la cama matrimonial para dos personas, para mujer. Men and woman, two men and woman. Yeah. Aquí tenés el baño con ducha. ¿Ducha? ¿Ducha? Tiene ducha, sí. Y acá tenemos, acá cocinamos de todo. Hacemos pizza, churrasco, tenemos todo. Y la mascota y con eso trabajamos. Tengo todo el traje, la parte de abajo también. Todo el traje, mirá. Me pongo el traje y la gente se saca foto y me dan plata. Es una forma de ganar, de pagar el viaje. Hace 3 días. Me agarró la policía, de policía. Not official. No puedo. Es sind ein paar junge Herren, die gerade am Morgenessen sind. Dann gehen wir nochmal hier. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen. Messi lo va a saber, la copa lo va a traer. Maradona es más grande que Pelé. What are you doing here? Eating breakfast? Just sandwich. It's cheese and jam sandwich. Well, how did you come here? We just drove from Tucumán. It's a place up north Argentina. And we drove like around 3,000 kilometers. 3,000 kilometers? Yeah, it took us 3 days. So all you four together, 3 days in a car? Yes, that's right. How was that? It was kind of smelly. and we also planned all of this 12 hours before we came here. No, that's not true. Oh, really? You say 12 hours before, let's go to Brazil. Yeah, Argentina won the game with Switzerland. And yeah, next day we just got into the car and drove to here. Argentina, Argentina, Argentina. Cristian, el que preparó este delicioso plato. Riquísimo. Da haben wir gerade die Luxusvariante gefunden vom Campen und ich würde mal vorschlagen, gehen wir schnell kurz schauen. Du sprichst Deutsch? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Du bist kein Deutscher? Ich bin Argentinier, wir sind hier wegen der WM. Was macht ihr mit diesem Fahrzeug hier? Das ist ja ein riesen Boot. Aus Chile, hier. Mein Freund hat das in den USA gekauft, nach Chile. Und wir sind von Chile hier runtergefahren. Ein paar sind geflogen und ein paar gefahren, ja. Darf ich da mal reinschauen? Ganz kurz. Oh, Scheiße! Wir sind jetzt hier in deiner Wohnung. Ja, in meiner Wohnung. Hier kann man, das ist ein Bett, hier haben wir ein zweites Bett, Fahrer, Kühlschrank, Mikrowelle, Dusche. Und hier haben wir ein super Suite, aber nur der eigene. Das ist dein Bett? Nein, das ist ja vom Kollegen. Hier darf keiner rein. Klimaanlage, hier ist alles. So, das ist so die Presidential Suite. Genau. Das ist sehr teuer. Ja, zu schlafen. Das kann ich mir vorstellen. Ein Hotel. Super. Ich bin gerade irgendwie gerade so. Ich weiß, mir fehlen die Worte, wirklich. Gott, Tor geschnitten, look, Alter. Rekorde di Mundiale. Eu sei argentino. Una promessa. C'è Argentina.
gioca la semifinale e gana il gioco. Porta completo, comprende? Ja, wie es im Fußball ausgeht, habe ich ganz ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber was ich jetzt weiss, dass die Argentinos betreffend Campen extrem gut mitnehmen können.